So, da sind wir wieder und suchen uns mal einen neuen Erben aus. Wir haben hier einen Barbarenkönig, der schwul ist. You are a fan of the man. Du bist ein Fan von Männern. Nein. Oh, jaddelig. Der Lich wäre toll. Und was haben wir hier? Wir hätten den Lich, bei dem Dauer, bei, mit der Seven ist, also bei dem Wechsel dauern die Fähigkeiten, das fände ich jetzt nicht so toll. Oder wir haben hier den Lich, der ist sehr flexibel. Nehmen wir den mal. So, und wir haben Geld. Deswegen erstmal den Mage upgraden, dass wir hier wieder noch mehr Sachen freischalten, und zwar den Miner. Den will ich dann als nächstes mal freischalten. Hier schalten wir kurz etwas mehr Mana frei. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so an Boni zu haben. Hier hätten wir den Ritterhelm. Der macht mehr Health und mehr Mana. Ja, den nehmen wir definitiv mal. Genau, Blood Cape. Macht weniger Leben. Dann machen wir jetzt mal hier die Night Chest Plate und haben noch genug für die hier. So. Ja, damit sehen wir doch ziemlich gut beisammen aus. Und das restliche Geld kriegt dann Sharon. Ja, ja, lach ruhig. Geht ihr was Schönes davon kaufen. So, der Lich, den mag ich besonders. Beziehungsweise der hat so einige Vorteile, außer dass er gleich stirbt. Und zwar immer, wenn er was tötet, steigen seine HP an. Seine Max-HP. Was sehr praktisch ist. Vor allem, wenn wir Blutsachen tragen. Lass mich in Ruhe, du Blöder. Eismagier. Ja, du musst ein Zombie sein. Ja, genau, habe ich doch gerade richtig gesehen. So, und ja, wir sind schon bei 109 Leben. Vorhin hatten wir nur 61 oder so. Aber der Lich ist halt auch ein Magier. Das heißt, er macht jetzt nicht ganz so viel Schaden wie jetzt andere Klassen. Aber eben gerade weil er Hilfe. Wow. 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 Tot. Ja, da habe ich versucht noch durchzukommen, aber hab's leider nicht geschafft. Gut, dann nehmen wir jetzt mal wieder ein. Oh ja, jetzt können wir einen Hokage nehmen. Den Hokage oder den hier? Der hier ist groß. Nein, den will ich nicht. Dann nehme ich den Hokage. Mit dem Geld, was wir haben, können wir uns nichts kaufen. Können wir bei ihr vielleicht was? Die Vampirrude, die hätte ich gerne, aber die können wir uns leider nicht leisten. Na gut, mit dem Hokage versuche ich jetzt mal zum Boss durchzukommen. Dass ich mal den One mal versucht, den Boss zu erledigen. Ja, mit dem Hokage klappt das besonders gut, weil wir eben mehr Schaden machen. Und ich verstehe es gerade nicht. Wir haben doch die Vampirrune das Vampir-Cape ausgerüstet, oder? Mal kurz nachgucken gehen. Nein, haben wir nicht. Mist. Da haben wir wohl nicht genügend Gewicht mehr gehabt. Das ist blöd jetzt.
Nein, mit euch will ich garantiert nicht spielen. Lieber mit bösen Bildern an der Wand und bösen Augen. Das kapiere ich, das ist aber nicht ganz, ist unsere Traglast. So. Ja, wir haben nur noch 10 Traglast übrig gehabt. Ärgerlich. Warum wusste ich, dass hier Zombies sind? Aua. Na, wie ist das denn, das Hühnchen? Okay, das hier ist jetzt reines Glücksspiel. No Jumping. Und das war schon mal falsch. Können wir vergessen hier. Wow. Er schießt doch tatsächlich seinen Raketenwerfer hier mitten durch. Das ist so ein Arschlochraum. Aua, ich sterbe gleich, merke ich gerade, Mist. Okay, Barbarian Queen, Hokage und Hokage. Zwei große Hokage, dann bleibt uns ja die Barbarian Queen. Ah gut, und wir können unser Gewicht upgraden. Sehr schön. Oh, sie hat... Was hat sie denn noch außer Nostalgica? Ach, die hat, das ist Colorblind, oder? Ja, sie ist nur Colorblind. Okay. Können wir jetzt das Blood Cape ausrüsten? Nein, können wir nicht. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas ablegen. Können wir immer noch nicht ausrüsten. Gemeinheit. Gut, dann werden wir jetzt gucken, dass wir in diesem Schwarz-Weiß-Wand genug Gold machen, um es noch einmal zu steigern. Also die Traglast. Aua. Und das ist jetzt wirklich mies. Wir können diese Bluttropfen nicht von der Wand unterscheiden. Weil alles schwarz und weiß ist. Das Bild ist nicht böse. Oh, aber die Dinger sind böse. Und es gibt so viele Wege, die wir jetzt gehen können. Aber man kann nicht mal die Mages auseinanderhalten. So, ein Haufen Maler, das wir nicht brauchen. Kann ich hier einfach mal ein Schwert in dem Ritter rein spawnen. So, ist hier irgendwas? Nö. Oh je. Nein, nein, mit denen lege ich mich jetzt noch nicht an. Das ist mir zu gefährlich. Lieber hier rüber und da hoch. Okay, da kommt... Die Dinger könnten wir nur reinkommen, wenn wir klein wären. Der eine kann durch die Wand schießen. Gemein. Wow. Bringen wir jetzt hier nur so riesige Räume. Ab. Ich wusste, dass das ein böses Bild ist. Ich habe auch danach gehauen. Da soll man noch einer sagen, Kunst bildet.
So, gehen wir hier lang. Take no damage. Ja. Ansonsten geht's dir doch gut, oder? Also wie dazu. Ja, schnell raus hier. Aua. Dann gucken wir mal hier rüber. Und wir nehmen so wenig Ballen ein. Und sind fast schon wieder tot. Hier ist auch nichts. Und da sind mir die Starren gefallen. Okay. Noch eine Barbarian Queen oder ein Archmage. Also den großen Nave will ich nicht unbedingt nehmen. Noch eine Barbarian Queen oder... na, nehmen wir die Barbarian Queen. So, nochmal ins Gewicht gehen. Jetzt dürften wir den Blutumhang ausrüsten können. Und ich vergesse dauernd die Blutrune. Oh, dann können wir aber nicht mehr dashen, merke ich gerade. Naja, im Augenblick benutze ich den Dash eh nicht so oft. Werden wir ja unser nächstes Blutrune kaufen. Jetzt haben wir wenigstens schon mal das Blutcape, das heißt Aua. Wir kriegen wenigstens etwas HP wieder. Ach, dann will ich gleich sofort im ersten Raum sterben. Der Raum ist relativ einfach, wenn man aufpasst. Und die hier. So. Was soll hier oben sein? Ah, da könnte manchmal, glaube ich, eine Truhe sein. Jetzt habe ich einen Boom was geweckt. Das ist kein Boom was. Oh, aber das sind solche Arschloch-Augen. Geh mir bloß weg. Hier ist Hühnchen, hier ist noch mehr Hühnchen und da geht's zum Wald. Und da ist gerade das die Kugel gestorben. Hallo Zombie. Na, ganz toll. Wieder zum Eingang zurück teleportieren, bitte. Das war knapp. So, da durch. Wir kriegen echt in diesem Mann wenig Gold. Was können wir denn diesmal beten? Für den Hyperion-Ring, den hatte ich auch noch nie. So, mal hier hochgucken. Eine Truhe. Hoffentlich mit Gold drin. So, der nervt mich jetzt nicht mehr. Und was haben wir hier drin? Blutschwert. Aber das war unklug. Da ist ein irgendwas und ich, weil ich mich auf die Feuerwehr vom anderen konzentriere, laufe ich in die Seite rein. Und hier wäre der Boss. Wisst ihr was? Wenn ich beim nächsten Mal einen Hokage kriege, dann locke ich das Schloss und laufe gleich zum Boss. Teleportiere mich gleich zum Boss. So,
So, das Auge weg. Aber noch sieht es mit dem Uran eigentlich ganz gut aus. Und deswegen auch endlich mal Gold rein. Zum Thema Kleinvieh macht auch Biss, aber das ist ein bisschen zu wenig Kleinvieh. Oh, hier oben ist eine Truhe. Squire Cave. Also das knappen Cave. Was eigentlich nicht viel bringt, weil das die Crit-Chance erhöht. Okay, würde schon was bringen, aber nicht gerade wegen ein Shinobi-Spieler. Und hier ist schon wieder das nächste Gebiet. Dann teleportieren wir uns wieder hier runter. Wieder an den ganzen Gegnern vorbei, die wir nicht töten können. So, hier vorbei an den Kanonen. Dann gucken wir mal hier lang. Take no damage. Ja, ansonsten geht's euch noch gut. Dann bräuchten wir fünfmal die Dash-Rune, um da kein Damage zu kriegen. Na, hier einfach mal durch. Hier will ich es nicht riskieren, auf die Stacheln zu springen unbedingt. Und wie ist es 1000 Gold? Sehr schön. Und hier sollte ich eigentlich einfach durchdashen. Dann treffen mich die Dinger nicht so einfach. Ups. So. Und ich hab's immer noch, dass ich mich manchmal verklicke. Verdrücke bei den Tasten. Oh, ein Helfschrein. Ah, vorsichtig mit den Stacheln. Du nerv mich nicht da oben. Du blöder Eismagier. Toll. Die Münzen fallen immer durch das durch die Regale durch, nur ich nicht. Jetzt mal gucken. Zwei Räume weiter. Dashen wir ein bisschen, geht schneller. Aber durch die können wir leider nicht durchdashen. Zombie. Anknabbern. Ah nein, ich wollte sehr schön vor dem Messer in den Rücken werfen. Und sehr schön. Sind wir wieder bei 1500 Gold. Und dann nehmen wir den Teleporter da unten zum Waldgebiet. Jawohl. Mal gucken, was wir da noch abgreifen können. Nicht viel, wenn ich aufpasse. Ich bin nämlich schon fast tot. Und jetzt bin ich tot. Was? Tot ausgetrickst? Ah, das war also der heilige Schein da, dieser Ring, den ich da gefunden hatte. Du mit deiner Ritterschwert. So kriege ich dich viel besser platt. Nerve. Ja, Ritter, du. Okay, wir haben noch ein bisschen Leben. Kommst du hier runtergelaufen? Ja, kommst du. So. Das Pferd. Aua. Mit den seinen Schneeball reingesprungen. Komm her.
Genau. Jetzt bin ich aber tot. Mist. Okay, wir haben schon mal einen guten Run hinter uns. Jetzt gucken wir mal ein Lich, ein Paladin. Und noch ein Lich. Okay, ich würde ja sagen. Oh nein, bei dem sind die HP und die MP getauscht. Na, lieber nicht. Nehmen wir den ohne Nachteil. Geben ihm einen Stärkepunkt mehr erstmal. Und dann kriegt er jetzt die Vampirrune mal eingelegt. Dann können wir hier mal ihm das Vampir-Cape wieder ausziehen. Dann kriegt er erstmal mehr Lebenspunkte. Und können ihm die bessere Rüstung anziehen. Und das bessere Schwert hier in die Hand drücken. So. Und weil ich so freundlich bin, wird jetzt einfach mal das Schloss gelockt. Dann jetzt will ich es mal mit dem Licht probieren. Erst einmal mit dem Licht Lebenspunkte sammeln. Und wie man sieht, ich krieg nur 70% der Beute. Also gleich schon mal zu seinem Raum porten und von da aus ein paar Gegner töten. Da kriege ich nämlich mehr Leben. Und kann ihn dann ganz leicht erledigen. So. Und den Ritter töten. Mit jedem Gegner, den ich töte, kriege ich 4 Max-Leben mehr. Take no damage. Nein, das bringt mir nichts. Ah, der Schrein wird nicht mehr wieder aktiviert. Ich kann also an so einem Schrein nur einmal beten. Und jetzt habe ich auch keinen Dash mehr drin. Hm. Das ist wiederum blöd. Ja, doch, da unten will ich mal lang. Das wird dann vielleicht eine etwas längere Aufnahme. Wenn ich hier versuche, den Boss zu töten. Aber hey. Mein Leben habe ich fast schon wieder. Bremen wollte ich gerade sagen. Dann kommt der blöde Flame noch. Ah. Ja, gut ausgewichen, dafür den ein. Aber ist kein Problem. Noch kriegen wir Max MP. Und hier müsste Hühnchen drin sein. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier oben zu dem Teleporter. Und was ist da noch das Hühnchen? Gehen ganz schnell hier runter. Machen den Eis-Zauberer tot. Und ja, wir haben schon über das Doppelte unseres eigentlichen Lebens, was wir am Anfang hatten. Der Zombie steht da unten. Ich bin mal gespannt, was das Maximum ist, was wir haben können überhaupt. Wir haben nämlich schon 165. Was schon ziemlich viel ist. Okay, die Truhe war leider schon offen. Okay, jetzt sind wir am Maximum. Geht's direkt zum Boss. Da müssen wir hier runter. Na,
und da lang. So, wir sind voll. Wir haben genug Dings. Hallo, Boss. Ja. Aua. Okay, wir haben aber noch genug Leben. Aua, da sind wir jetzt falsch gesprungen. Das läuft schief. Aua, genau. Nein, das war kein guter Run. Oh, wir haben hier einen Hokage. Okay. Der ist zwar kurzsichtig, aber ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ah, nein. Ich wollte doch das Schloss locken. Okay, dann wird das hier jetzt ein extra langer Run. Oder auch nicht. Kommt ganz drauf an, wie gut ich mich jetzt hier anstelle. Ich habe schon den ersten Hit kassiert von einem alten Zombie. Noch einen. Hm. Ich wollte ja gerade das Schloss nochmal locken. Ich bin jetzt nämlich gerade so energisch bei der Sache. Ich wollte nochmal direkt zum Auge mit einem Shinobi, sogar mit einem Winzlings-Shinobi. Ach, ich habe euch noch gleich gezeigt, was der Shinobi-Toys kann. Da kann sie sich so schnell hin und her teleportieren. Aua. Direkt in die Rakete. Das ist also sozusagen das besondere Shinobi-Dashen, aber das kostet halt einen Mana. Okay, da wäre der Boss schon, aber ich habe kaum Health. Deswegen gucke ich, dass ich hier noch ein bisschen Health zusammenkratze, den dann auch vielleicht nochmal probiere. Oder auch nicht, weil ich ständig getroffen werde. Und tot. Nein. Okay, Leute. Ich denke, ich mache da mal wieder eine kurze Pause. Weil einen Shinobi haben wir diesmal gar keinen. Sonst hätte ich mich dieses Mal direkt importen können. Und ja, ich will den endlich töten. Aber gut. Machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.